Hallihallo, hier ist Hildegard von Bingen. Nein, natürlich nicht, sondern ein Fan von Hildegard von Bingen. Und ich hatte euch gesagt, dass ich einen kleinen Zyklus mit euch mache. Ganz zu Beginn hatte ich über das Grippepulver gesprochen. Und es hatten mich mehrere Frauen angeschrieben, ob ich darüber nochmal sprechen könnte, eben auch was die Zubereitung dieses Pulvers, dieses Grippepulvers angeht. Und da ich sowieso innerhalb dieses Zyklus diesen Text noch nicht euch vorgelesen hatte, aber daraus zitiert schon vor einiger Zeit, werde ich einfach diesen Text euch jetzt nochmal wiedergeben. Und zwar Hildegards Grippepulver. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt drei Dinge, die ich immer in der Tasche habe. Also das ganze Jahr über zwei und im Sommer drei. Im Sommer ist das Wegerichspray noch dabei gegen Mückenstiche und Insektenstiche. Aber in aller Regel findet man in meiner Handtasche das Grippepulver und das Galgantpulver, beziehungsweise beides gepresst zu Tabs, weil die einfach bequemer einzunehmen sind. Und dieses Grippepulver, das hilft eben auch nicht nur bei Grippe, es ist vor allem jetzt gerade bei dieser Mikrobenpandemie wahrscheinlich besonders hilfreich. Ich hatte gerade in den letzten Tagen hatte ich ganz leichten Infekt, der durchkommen wollte. Das ist so eine leichte Benommenheit im Kopf und ein etwas anderes Gefühl im Hals. Das ist noch kein Halsschmerz, will aber einer werden, wenn man nichts dagegen unternimmt. Und das war sofort der Moment, wo ich von diesen Grippe-Tabs fünf eingeworfen habe und dann tatsächlich alle 2 Stunden das wiederholt habe und das 2 Tage gemacht habe. Und jetzt bin ich über dem Berg. Das heißt, es ist nichts Großartiges ausgebrochen und gerade wenn man nun auch in dieser Mikrobenzeit ungerne einen Husten oder Schnupfen hat, was ja eigentlich völlig normal ist, aber im Moment dürfen wir es gar nicht, da muss man sich ja sofort in eigenverhängte Quarantäne begeben. Und ja, okay, kann man ja auch machen. Ich finde es auch richtig, bevor man dann unangenehm auffällt und sich schon wieder resonieren lässt von seinen lieben Mitmenschen, dann lieber zu Hause bleiben. Aber damit da gar nichts groß zum Ausbruch kommen muss, es kommt natürlich immer auch darauf an, wie stabil ist das Immunsystem. Und für dieses Immunsystem können wir ja wirklich eine Menge selber tun. Also zum Beispiel möglichst in keiner Angst sein. Angst lähmt das Immunsystem. Ich sage euch bei den Gebeten immer wieder, wie man am besten gegen die Angst vorgeht, wobei es natürlich verschiedene Qualitäten von Angst gibt, worauf ich vielleicht auch noch mal eingehen möchte. Nämlich, ich habe es immer mal gesagt, aber in der letzten Zeit seltener. Es gibt verschiedene Qualitäten. Also es gibt natürlich auch diese eine wichtige Angst, dass wenn irgendwo Gefahr im Verzug ist, dass dann alle Antennen hochgestellt werden und man achtet darauf und stellt plötzlich fest, uiuiui, hier musst du korrigieren, hier musst du einschreiten, hier musst du auf jeden Fall eine Gefahr beseitigen oder ihr entgegentreten. Du musst Vorsichtsmaßnahmen treffen. Diese Angst darf natürlich nicht weggebetet werden, das ist klar, sondern auf die muss man hören. Aber das könnt ihr schon selber unterscheiden. Es sind einfach dann Gefahren im Verzug. Während diese diffuse Angst, die durch den Bauch hochkriechen will und so aus der Grübelei heraus irgendwann in die Angst hineinführt, weil man vom Hölzchen aufs Stöckchen gedacht hatte und seine Gedanken wie eine Spirale immer wieder im Kreis und immer wieder dasselbe. Und aber was passiert, wenn diese, was passiert, wenn Maschine ist angelaufen? Das ist also man steigert sich praktisch in die Angst hinein. Und wenn dann von außen noch irgendwas kommt oder ihr lest im Kanal eine Meldung, die euch Sorge macht, vielleicht macht ihr euch Sorgen um euch selber, was das geben kann oder auch für eure Angehörigen, Familienmitglieder.
Und dann kommt eben schon zu einem geschwächten Zustand so etwas dazu und ihr passt nicht auf. Das ist ja das A und O. Aufpassen, Obacht geben. Dann hat's euch. Und das bedeutet, dass euer Immunsystem schwächer wird, weil der ganze Körper auf Gegenmittel ausgerichtet ist, weil der Körper hat immer nur ein Ziel, egal in welcher Situation ihr seid. Er will helfen, dass ihr stabil bleibt und hat viele Hilfsmotoren, die er anschmeißen kann. So ja auch das Adrenalin beispielsweise, das Testosteron als Stresshormon, was auch bei Frauen wirken kann und vieles mehr. Das sind ja alles Unterstützungen des Körpers. Ja, das heißt, innere Gelassenheit, Balance, Heiterkeit stärkt das Immunsystem. Gesunde Ernährung stärkt das Immunsystem. Worüber wir hier sprechen, Grippepulver, Galgant, wenn das Herz ein Problem hat oder die Verdauung, stärkt das Immunsystem. Lachen, viel Lachen stärkt das Immunsystem. Ja, und ihr könnt also viel dafür tun, dass ihr gar nicht so anfällig werdet für Infekte, dass ihr gar nichts nehmen müsst, sondern dass ihr durch eure Lebensweise dafür sorgt, eben auch körperlich, indem ihr rausgeht, indem ihr euch bewegt an der frischen Luft, einen Baum umarmt und wie gesagt, fröhlich seid, möglichst fröhlich, weil ihr ändert die Dinge nicht, die alle auf uns im Moment zukommen, indem ihr traurig seid. Sondern wer es schafft, dann trotzdem in seiner Kraft zu bleiben, fröhlich zu sein. Ich habe ja auch gesagt, wichtig ist, wenn man so merkt, dass man durchhängt, auch einfach einen lustigen Film angucken. Da gibt es ja so schöne alte Serien. Wir gucken oft hier Pastewka. Der hat ja, glaube ich, 10 Staffeln gemacht. Das ist etwas, wo wir völlig abspannen können. Und da merkt man auch sofort, da wird das Blut wieder ruhiger, man kommt wieder in eine Gleichmäßigkeit, in eine innere Ruhe. Den Zustand herzustellen soll auch immer Ziel sein. Naja, aber trotzdem, jetzt kommen wir zu Hildegards Grippepulver, das aber neben Erkältung eben auch bei einem verdorbenen Magen hilft oder eben auch bei einer Herzschwäche. Und man kennt das ja, wenn die Grippe so hochkommt. Ich habe euch das gerade erklärt. Ich nehme dann immer 5 auf einmal und eigentlich merke ich es schon, auch bei Kopfweh oder eben Schnupfen, aber auch bei einem verdorbenen Magen. Wenn man was Falsches gegessen hat, hilft dieses Grippepulver sehr gut. Und die Verabreichung ist je nach Qualität oder Lokalisation der Bazillen unterschiedlich. Wer Husten hat, sagt Helmut Posch, der große Hildegard-Experte aus Österreich, der empfiehlt, das Grippepulver, also diese Tabs, zu zerreiben und in ein Omelett zu backen. Und dann mit vielen Äpfeln, die man auch nochmal schön anröstet in Butter, köstlich noch ein bisschen Rohrzucker dazu. Das erhöht die Wirkkraft und ist besser als jede Hustenmedizin. Und beim Schnupfen, das hatte ich neulich auch schon mal erzählt, einfach ein bisschen von dem Grippepulver zerreiben, auf eine trockene Unterlage geben und dran riechen. Man soll dann wirklich nur dran riechen, nicht etwa so das Ganze einziehen, sondern vorsichtig riechen. Ihr spürt genau, wie das in die Nase zieht, der Geruch, und die Nase fällt nicht in einen Schnupfen. Also vor allem ist es wichtig, diese Maßnahmen früh, so früh wie möglich anzusetzen. Deswegen ich das Zeug halt auch immer dabei habe, weil wenn ihr unterwegs seid und ihr merkt plötzlich, da kommt so ein Infekt über euch und ach Mist, jetzt steht das Ding zu Hause, dann ist schon doof. Also immer sofort reagieren. Und man kann übrigens diese Tabs auch wie den Galgant in heißem Wein trinken, also Wein heiß machen, was immer köstlich ist, so einen kleinen Schuss Honig rein oder eben Sirup oder Algarvensirup, das gibt es ja alles.
Ist das Agavensirup oder Agavensirup? Agavensirup, glaube ich. Genau, und dann ein paar von den Tabs in den Wein reingeben und am besten vor dem Zu-Bett-Gehen oder schon im Bett sitzen und das Trinken und Fenster auf, Licht aus und schlafen. Und der Körper regelt das und ihr könnt genesen. Überhaupt, wenn ihr euch so fühlt, als ob da was im Anmarsch ist. Das Beste ist, tatsächlich, wenn es möglich ist, sich hinzulegen. Und dann eben mit diesen Mittelchen, die Hildegard uns geschenkt hat, das dem vorzubeugen, beziehungsweise am Anfang zu wehren. Ruhe ist sowieso immer das Beste, wenn man merkt, es kommt ein Infekt. Der Mensch von heute, der ist ja derartig unruhig und hört nicht mehr auf das, was der Körper ihm sagt. Und man spürt natürlich, oh, die Glieder werden schwach, ich kann mich ganz schwer bewegen, mein Kopf ist träge und tump. Und das heißt natürlich, das sind ganz viele Signale, hinlegen. Und da muss man auch in der Lage sein, alle Aufgaben, die man heute eigentlich noch alle schaffen wollte, sein zu lassen. Also außer es ist was wirklich Dringendes, das kann man aber selber beurteilen, was das dann ist. Aber ganz wichtig ist es dann, in diesem Zustand zur Ruhe zu kommen, etwas Unterstützendes und Helfendes einzunehmen, zum Beispiel so einen heißen Wein mit diesen Grippepulver-Tabs oder wenn es Magen-Darm ist. Also wir haben ja vor ein paar Tagen über die Winde gesprochen, die manchmal festsitzen oder auch ein Aufstoßer, der festsitzt, wo dann innen alles verknotet und verhärtet. Auch so ein Wein, der macht das natürlich rucki zucki, löst und entkrampft er den Körper und gut ist es. Ja, wer viel sprechen muss, wie ich, der soll natürlich auch ein paar kleine Tabletten immer auf der Zunge mal zwischendurch oder auch auf dem hinteren Teil der Zunge zergehen lassen, so lange wie möglich im Mund halten, damit auch der Reiz erstickt wird. Und ja, die Bazillen mögen sowas gar nicht. Und ja, man kann natürlich auch noch, wie gesagt, wenn das Herz, wenn es dem Herzen nicht so gut geht, gerade bei älteren Leuten ist das öfter der Fall, dann kann man eben auch hier diese Tabs nehmen, wie auch den Galgant. Man kriegt das selber raus. Also wenn man auf sich innen hört, weiß man genau, wann man was nehmen muss. Das lernt man, das trainiert man. Ja, ihr Lieben, dann hatten einige gefragt, wie geht das nochmal? Wie macht man das? Und sobald dieses Buch da ist, was wir versuchen zu besorgen, von Hildegard, von Posch, dann werde ich euch das einstellen. Da ist das auch drin beschrieben. Aber ich gebe es euch jetzt nochmal durch. Also Helmut Posch nach seiner Methode, nach dem Originalrezept von Hildegard von Bingen geht es so. Wir trocknen die Blätter der echten englischen Edelpelagonie. Die wächst natürlich jetzt nicht überall und man kann sie nicht pflücken und trocknen. Da würde ich sagen, ihr bestellt euch das, wenn ihr das selber machen wollt, im Internet. Oder eventuell gibt es das auch bei der Apotheke, muss man mal fragen. In der Apotheke bekommt man auch Bertrampulver, dann Muskatnuss bekommt ihr im Supermarkt. Bitte immer Bio-Produkte nehmen und das ist es dann schon. Die getrockneten Pelagonienblätter werden pulverisiert im Mörser oder er schreibt hier in der Kaffeemaschine und dann das Mengenverhältnis sieht so aus, 40 Gramm Pelagonienpulver, 35 Gramm Bertrampulver, 25 Gramm Muskatpulver. Und schon sind 100 Gramm Grippepulver fertig. In diesem Sinne, ihr Lieben, immer gesund bleiben, Obacht geben, länger leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.